nicht alles überstehen und lachen noch. Wir dürfen wieder in das Leben gehen und ich sag nach, wenn ich dem nochmal mit die Augen lach. Wir lachen noch. Hurra, wir lachen noch. Wir gehen noch einmal aus unser Haus und lachen noch. Und das gibt uns neuen Mut und Tod zu Jod. Drum lachen wir uns heute kaputt und lachen noch. Hurra, wir lachen noch. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hurra, wir lachen noch, das ist unser Motto heute Abend. Und wir haben uns natürlich schon gefragt im Vorfeld, darf man das, kann man das in diesen Zeiten? Corona ist noch nicht zu Ende, vor einiger Zeit die Flutkatastrophe, die ja auch unsere Gegend, Eschweiler-Stolberg unter anderem, richtig getroffen hat. Die Antwort haben wir bekommen vor gut 6 Wochen, als wir in Alsdorf eine Gala dann für die Flutopfer durchgeführt haben, bei der 10.000 Euro eingekommen sind. Und Dankeschön. Und wir haben auch da mit einigen Betroffenen gesprochen, die an dem Abend da waren und die auch gesagt haben, man darf nicht nur lachen in dieser Zeit, auch wenn es einem schwerfällt oder im Halse stecken bleibt. Man muss so ja lachen, weil das zum Leben gehört und über vieles hinweg hilft. Und das sieht man ja gerade auch bei uns in der Unterhaltungsbranche, hat man das gesehen in Corona-Zeiten, als es richtig schlimm war. Lachen und Unterhaltung ist nicht nur systemrelevant, sondern lebenswichtig. Das sehen wir auch heute Abend. Ne? Umso schöner ist es, dass wir uns heute Abend hier treffen und wir sind ja zum Lachen hier, das kann ich euch versprechen. Ne? Das ist ja das Schönste, dass man wieder so lachen kann. Gott sei Dank. Wir waren vorher vor Autokinos, da warst du schon froh, wenn sie eine Scheibenwischer bewegt hat. Ne? Und heute endlich sieht man die Leute. Leute sind da dankbar, wenn man einen so einen Witz erzählt. Ne? Wenn es eine Alte ist, ein Mann geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mich ignoriert jeder, der Nächste bitte. Ne? Oder ein bisschen heftiger, wo der Doktor sagt, Frau Schmitz, was machen Sie morgens zuerst? Erst mache ich mal Pipi. Und dann mache ich Juda. Und dann stehe ich langsam auf. Ne? Ihr dürft doch klatschen, wenn ihr wollt, das ist erlaubt. Und wir sind nicht nur nicht von einem Autokino, wir sind, sag ich jetzt mal, ihr wisst das, aber die draußen an den Fernsehschirmen wissen das nicht alle, an einem der schönsten Open-Air-Auftrittsorte in Deutschland, hier Burg Wilhelmstein. Früher war das von Grafen Wilhelm von Jülich, er hat die Burg erbaut, so um 1300 rum. Und hier war ein Ort der Gerichtsbarkeit. Hier ging es also teilweise heftig zu. Hier saßt du oben, da wo ihr reingekommen seid, da lagen noch schon mal Köpfe. Ne? Die Leute sagten, das ist der Kopf vom Franz, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ne? Und das ist jetzt wieder lockerer. Ne? Und heute ist aber intelligentes Publikum, glaubst du, das merkt man. Für die Stimmung sind Dövere besser, ne? Das kennen wir ja. Ne? Und wenn man auf so einer Burg auftritt, ist ja klar, man muss auch die Kulisse, die wird vom Fernsehen mit eingearbeitet. Und dazu gehört natürlich alles, was so zu den Rittern, das ist ja dann der Begriff, der sich automatisch damit verbindet. Wir werden heute Abend noch ein Burgfräulein erleben, dann ist ein Verlies, ne? Das heißt Verlies, obwohl es keiner verließ. Ne? Das ist so der erste Denkwitz. Ne? Man sagt ja bei uns nicht Verlies, sondern verlassen tat. Ne? Und zu den Rittern, also ich habe da selber natürlich, ihr kennt alle wahrscheinlich die Artus-Sage, die Ritter der Tafelrunde, Artus und Lancelot stritten sich um ein Mädchen, das hieß französisch Guinevere, englisch Guinevere. Bei mir hatten so eine Schüler geschrieben, Artus und Lancelot liebten beide Geneva. Ne? Und
Ja, jetzt können wir klatschen, okay? Das stimmte zwar, aber so war es nicht gemeint. Ne? Und ich selbst habe also Erfahrung als Ritter. Ich war einmal Karnevalritter, aber nie mehr. Das kann ich euch sagen. Also wenn du so eine Uniform, so eine Rüstung heißt das ja. Ne? Ich habe nachher gelernt, was das heißt, sich zu entrüsten. Ne? Ich meine, das ist ja schon schwer, mit so einem Helm Biere reinzulassen. Ne? Also wenn der Abend so weitergeht, da kann ich schief hier, ne? Und, aber das Bier nachher rauszulassen, ne? Wenn du dann in so eine Rüstung, eine Metallrüstung auf der Klo, ne? Und du kannst ja dann als Mann, stehst du ja davor, ich meine, das war der einzige Fehler, den ich in Corona gemacht habe. Ich habe auch am Pinkelbecken 1,5 Meter Abstand, ja. Und dann stehst du dann da als Ritter, du, erst fiel ich bald um, dann fiel mir der Helm aus und dann hast du natürlich die drumherum, sagt man bei uns, mit blöde Witze, ne? Was ist ein Ritter, der einen Helm sucht? Wilhelm, ne? Und so. Ritter bei den Kannibalen, Dosenfutter, ne? Und so eine Mist kannst du dir dann anhören, ne? Man ist ja froh, Gott sei Dank, jetzt, ihr dürft ja auch hier ohne Maske sitzen und jetzt merkt man das, wenn viele die Maske auslassen, einige sahen mit Maske besser aus. Ja, ich hatte auch meine Schwiegermutter, ich sagte, Mutter, wir sollen 1,5 Kilometer Abstand halten. Ne? Ich sagte, du bleibst das Beste direkt zu Hause. Ne? Und der hat ja so eine Maske machen lassen, wie für den Ritter, ne? Von einem Schlosser, da hatte ich schon Schlüssel von. Meinst du, was das schön war bei einer Familienfeier, wenn die den Mull halten musste, ne? Und man merkt doch jetzt wieder schon am Anfang, das ist schön für uns Künstler, wenn du die Leute lachen hörst. Ne? So die unterschiedlichen Lacharten, ne? So oder die Männer, ne, und am besten sind die Frauen, die so ganzes Programm durchschreien, ne? Unabhängig von der Witze. Ne? Die da, hör auf, die Leute gucken schon. Ja, wofür sind wir denn hier? Wir sind in Badenberg, sage ich jetzt den Leuten draußen. Ne? Ich bin hier geboren worden vor 32 Jahren. Ne? Und hier war früher Spiel ohne Grenzen. Kennt ihr das noch? Mit Camillo Felgen. Frank Elsner kennt ihr ja sowieso noch. Ne? Da waren so, da war Badenberg mal in der internationalen Runde. Ne? Da waren so Spiele, da war zum Beispiel so Schwimmbahnen. Da musste einer schwimmen. In jeder Hand ein Schwimmtier, eine Luftballon in den Mund und die Beine zusammengebunden. Ne? Da ist eine Bekannte, der ist Dritter geworden. Ne? Ich sage, wie hast du das gemacht? Hätte ich wäre Erster geworden, ich hatte einen Krampf in den Ohren. Ne? Das sind die Spielshows, die früher, war das ja am laufenden Band, bei Dalli Dalli kann ich mich erinnern, war mal Lilo Pulver, kennt ihr auch noch. Ne? Die musste Wurst machen und hatte vergessen, die Wurst abzuschneiden. Ne? Die hatte nachher eine Wurst von Mainz bis Frankfurt. Ne? Und dann, ja, mit was bin ich? Kennt ihr das auch noch? Ne, Beruf verraten. Welche Schweinderl hätten sie denn gern? Jetzt werden Erinnerungen wach, ne? Für jedes Nein wurde 5 Mark in das Schwein. Das waren noch Zeiten, ne? Und dann musste man eine typische Handbewegung. Könnt ihr euch auch noch erinnern, ne? Dass dann sagte man, machen Sie eine typische Handbewegung für Ihren Beruf, ne? Priester, nein, Fahrlehrer, ne? So habe ich auch angefangen mit dem Führerschein, ne? Ich war so aufgeregt, ne? Ich habe zum Fahrlehrer gesagt, soll ich schalten oder beschleunigen oder schon zünden oder schon ein Stück fahren? Sagte, setzen Sie sich erstmal nach vorne. Und dann,
Und das Lachen haben wir ja auch den Tieren voraus. Ich meine, das hast du ja gerade jetzt gemerkt, wo man zu Hause bleiben musste. Ne? Das kam ja auch im Eröffnungslied vor. Wir gehen wieder uns aus unserer raus, sagt man in unserer Sprache. Ne? Das gibt es in Deutschland, glaube ich, so nicht. Ne? Bei uns sagst du, der ist still, ne? Der müsste es mehr aus sich raus hier. Ne? So wie man auch sagte, Kinder vermachen sich schön. Ne? Das ist auch kein Deutsch. Ne? Und man ging ja teilweise raus, haben die Leute sich Hunde angeschafft, nur um so rauszukommen, ne? Und sich zu treffen. Und die armen Hunde saßen dann daneben. Ne? Das Herrchen oder das Frauchen war am Tratschen. Ne? Da dachte der Hund, wäre ich allein pinkeln gegangen. Ne? Da wäre ich schon wieder eine Stunde zu Hause. Ne? Und die unterhielten. Ich habe heute Morgen an dich gedacht. Ja, ja, und an deinen Hund. Ich war pudelnackt. Ne? Ich war mopsfidel. Ne? Und Haustiere, alle möglichen. Katzen ja sowieso. Vögel haben auch viele. Ne? Kanarienvögel oder Wellensittiche. Kennt ihr noch Trill? Ja, ne? Mit Jod-S11-Körnchen. Die haben uns eine Strunks erzählt. Ne? Wenn der Wellensittich was an der Schilddrüse hat. Ne? So, da hätte ich ja gern Batterien, wenn der Kanarienvogel was an der Herzschrittmacher hat. Ne? Und Trill war früher Vogelfutter, das ist heute Duell, wenn die Kanzlerkandidaten sich treffen. Und Fische haben auch viel als Haustier, obwohl so viel jedem Fische ja nicht her. Ne? Die gucken immer so doof aus dem Aquarium mal raus. Ne? Und wir Menschen sind noch döver, wir klopfen das schon. Da siehst du jetzt, wie die zwei Joltfische sagen, ob der doof meint, wir würden jetzt aufmachen. Ne? Ist jetzt besser. Ne? Am Anfang war der ein bisschen, der hat überlegt am Anfang. Ne? Der kommt heute in der schwarzen Anzug, ne? Ob wir aber lachen sollen. Ne? Du kriegst das mit, ich stu noch immer so, als wenn du das nicht mitkriegst. Ne? Wenn du da oben stehst und die Leute gucken, da steht er. Ne? Da steht er schon, der kommt jetzt. Ne? Ist wohl was dicker geworden. Ne? Dafür hatte ja das neue Sakko an. Ne? Und aber dafür ist man eben in allen Situationen durch Lachen, durch Humor geimpft. Und geimpft ist ja im Moment ein Thema überhaupt. Früher hat man sich begrüßt mit Hallo, guten Tag, hi oder so. Wenn du heute einem triffst, sagst du, hast du schon das erste Mal? So hättest du früher auch keinen begrüßt. Ne? Erst oder zweite Mal, was hast du denn gekriegt? Astra, ne? So ein Frauensurisch, ne? Die so lachen. BioNTech, ne? Oder Johnson & Johnson. Ich kann früher nur noch Don Johnson. Habt ihr dem auch noch gekannt? Hörst du die Frauen? Oh, Miami Vice, ne? Der weiße Anzug und dann ein T-Shirt drunter, ne? Als Sonny Crockett, ne? Und der Partner hieß Ricardo, ne? Aber mit Nachname Tabs. Da kannst du mit Vorname heißen, wie du willst. Ne? Wenn du mit Nachname Tabs heißt, denkt jeder an Correga, ne? Und es ist ja nicht mehr so wie früher, wenn du wie jede Jude oder jede nicht so Jude, dann sagst du wie jede, doch hör auf, 71,3. Ne? Kriegst du mit der Inzidenz, wird geantwortet. Ne? Und bei den Impfungen, wir sind alle Virologen, ne, wenn du mit einem sprichst. Also ich glaube, ich meine, das heißt ja jetzt, die Pandemie geht bald zu Ende. Ich glaube erst, die Pandemie ist zu Ende, wenn der Karl Lauterbach nicht mehr in den Fernsehen kommt. Da wird er noch einmal gesagt, der ist aus unserer Jähne. Ich sage, der ist mir doch real, ne?
Jag sa, styr hon? Jag sa, jag hör, ta henne. Ja, ja, ja. Han må dyra nöja, nej. Auf sein. Und die Mehrheit. Na, aber ich habe ja nichts in der Karl Lauterbach, ne? Das soll überall sein und nicht in der Fernsehen, ne? Und alles klar. Und das wird richtig, ist wie ein Familienfeier hier, ne? Und dann hörst du, wie bist du geimpft worden? Anfangs war so eine Hierarchie, da kamst du nicht dran. Heute rufen die Ärzte dich an, ne? Meine Hausärztin erzählt, ich höre sie, ich habe noch Astra über. Ich sage, spritzt meine Schwiegermutter, ne? Ich will es nicht. Und dann, was die Leute für Nebenwirkungen haben. Wer hat bei dir, boah, hör auf. Mit tato Arme, so wie ich, konnte 2 Tage nicht laufen. Und du, ich habe 2 Tage flach gelegen. Ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Wann bist du denn geimpft worden? Ich bin übermorgen dran. Und wir haben ja eben schon. Das ist mein Musiker, Harald Klaassen. Ja, herzlichen Dank. Und viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Für mich der beste Musiker Deutschlands. Ich hab mal Herz. Ah. Ah. Nicht musikalisch, aber der kann küssen. Ne? Ja. Und wir haben noch ein Lied aus der 80er, wo Miami Vice war zum Beispiel. Wir haben das nur auf Impfen umgedichtet. Ihr könnt ruhig mit Grölen klatschen, ist alles erlaubt. Ne? Leute, ja, es dauerte lang, ich sag Leute. Ja, wir warteten bang, ich sag Leute. Ließ man uns nicht mehr an, doch dann kam die frohe Botschaft. Chaos, ja, soweit ich es sah, ich sag Chaos. Und dein Ahn, der hieß Bahn, ich sag Chaos. Grenzte fast schon an Bahn, doch dann kam's in viel zu großen Dosen. Und schon bald sind wir alle geimpft. Ja, wir sind bald schon alle geimpft. Seniore geht vor, doch dahinter im Chor sind wir bald alle geimpft. Und schon bald sind wir alle geimpft. Ja, wir sind bald schon alle geimpft. Seniore geht vor, doch dahinter im Chor sind wir bald alle geimpft. Und schon bald sind wir Dankeschön, Dankeschön. Denn jetzt ist ja 3G, teilweise 2G, ne? Und 1G, das war am stärksten betroffen von der Pandemie und von Lockdown. Die Gastronomie hatte ja zu. Wir Eventkünstler und vor allem auch die Gastronomie. Und Gastronomie, das kommt nicht von Gast. Ich muss heute Abend noch ein bisschen der Lehrer rauskehren. Ne? Ich bin ja eigentlich Lehrer, aber ich bin ja bis 2030 beurlaubt. Ne? Wobei jetzt wieder das halbe Jahr nichts war, habe ich gedacht, ich muss zurück. Ne? Ich habe meinen Chef angerufen, ich sage, so wie es aussieht, muss ich wieder in die Schule kommen. Ne? Da wurde es aber still. Ne? Da sagte ich, dich wieder zurücknehme, finde ich lieber einen neuen Impfstoff. Ne? Und das kommt von Gaster, der Bauer und Nommers, also alles, was sich so um den Bauch, die Kunde vom Bauch. Und das haben wir ja gesehen, dass uns das gefehlt hat, dass man uns, wie man bei uns sagt, sich auf ein Bierchen trifft. Ne? Und sagt dann, wie lange war es in der Wirtschaft? Ein Stündchen. Ne? Was hast du getrunken? Ein Bierchen. Ne? 12 Mal. Ne? So wie wenn meine Vater früher beerdigen ging. Ne? Dann zog sich dann ab morgen zur schwarzen Anzahl und sagte, meine Mutter, bis morgen, Willi. Ne? Und am nächsten Tag sagte der, oh, ich hab den Hut vergessen. Ne?
Man trifft sich auf ein Bierchen oder dann sagt man, das Bier geht aufs Haus. Ne? Ich bleib hier stehen. Ne? Und dann siehst du erstens, wie kommunikativ das ist, wie sozial, auch wenn du an der Theke stehst. Ne? Auch wenn dann ja ab so einem gewissen Zeitpunkt nicht so das Wahre erzählt wird. Ne? Wie ist es bei dir zu Hause? Ach, hör auf. Wie ist es deine Frau? Ist mir scheiße, ja. Ich habe sie gestern getroffen, ja, aber leider nicht richtig. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Im Getränkemarkt. Ich habe das Lehrjut zurückgebracht und mich in meine Frau verliebt. Besser wäre umgekehrt gewesen. Aber bei den Frauen ist es doch nicht anders. Ne? Wenn die Wiese zu Hause, ach, hör auf. Furchtbar. Mein Mann kann ja nichts mehr. Aber das Schlimmste ist unser Hund durch den Lockdown. Der kann überhaupt nichts mehr. Der kann nur noch zum Pinkeln das Bein heben und mit dem Schwänzchen wedeln. Wie, und das ist ja nichts. Wenn mein Mann das könnte, hing er auf die Knie nach Kevela. Einige klatschen, die anderen sind mit dem Mann hier, ne? Und eine Zeit lang konntest du ja nirgendwo hingehen. Es war alles zu, du konntest nur Essen bestellen. Und da haben wir direkt am Anfang gesagt, ich sage, wir müssen was für die Gastronomie tun. Wir haben jeden Tag zweimal Essen bestellt. Ne? Ich konnte nachher an das Styropor das Lokal erkennen. Ne? Ich meine, es war noch schlechter dabei, zwei Pizza-Services, da habe ich nachher lieber den Karton gegessen. Ne? Und das Beste war eine Grieche. Ne? Ich meine, der war 2 Stunden zu spät. Ne? Ich sage, sie brauchen natürlich auch nicht in Saloniki zu holen. Es schmeckte auch nicht. Ne? Es war auch kalt, aber dafür 2 Liter Uso dabei. Ich sage, bei Ihnen bestellen wir morgen wieder. Und wenn wir unser Butterbrot machen müssen. Ne? Und die Lieferanten, das kennt ihr ja, wenn er da anruft, zuerst heißt es, wer bestellt, wer ruft an, ne? Ja, komm, da rufe ich an, was hättest du ja? Ich hätte ja eine Pizza Capricciosa, aber weniger Tomaten, dafür mehr Käse, keine Pilze. Komm, ruf du an, ne? Und wenn du da anrufst und sagst, wie lange dauert das, was sagen die dann? Halbe Stunde, ne? Immer. Das ist doch schon eine Stunde vorbei, ja, jetzt halbe Stunde, ne? Und wenn du sagst, wann kommt er, wenn du noch uns anrufst, ist schon da, ne? Ja, Sascha, ist aber hinten noch mal reingekommen. Und dann kamen die Lieferanten und die waren immer auf der Flucht. Die waren natürlich in Eile, weil so viel los war, ne? Und dann setzten die das 17,90 und da lief der weg, ne? So, der will da nichts mehr mit zu tun haben, ne? Und das kennt ihr alle als Paar oder Ehepaar, wenn du dann die 2 Tüten nimmst als Mann, ne, da sagen die Frauen, haltet die Rat. So als wenn eine Katastrophe drohen würde. Ne? Auch so mit so einer leicht weinerlichen Unterton. Nur haltet die Rat, die Soße läuft aus. Ich hab die Rat geputzt. Ich hab daher den ganzen Teppich versaut. Da wenn du jetzt so langweilig, ist der jetzt ein Kerl, ne? Und dann wird gesagt, komm, wir tun es auf Teller. Da sieht es appetitlicher aus. Das stimmt, ne? Wenn du das aus der Tüte rausholst, meistens verkehrt rum, und schiebst das Champignon-Rahmschnitzel mit der Jabel durch die Soße, über die Fritten, ne? Also wenn das nicht appetitlich ist, da weiß ich nicht. Von wem sind die Fritten hier? Wer hat, du hast Fritten? Ne, ich hab Pizza, ja, Jott. Und der Salat ist dann in so durchsichtige Plastikdöschen, ne? Und du siehst der Salat an, dass der da nicht hier drin ist. Der hat Tomaten auf der Augen, ne?
Und dann hast du zweimal warm gegessen, ne? Abends und noch, und dann auf der Couch. Ne? Da kommen die Corona-Funde her. Ne? Ja, du hast ein Schnitzel gegessen, dann hast du noch Fritten dabei und noch ein Bier und jetzt auf der Couch, das ist das Richtige. Und dann Chips und jetzt Schokolade, ist wenigstens Rittersport, ne? Und dann wurde ja Gott sei Dank wieder vieles aufgemacht, aber du musstest ja dann erst draußen essen, ne? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn der, bei uns ist es, wenn du als Paar oder Ehepaar essen gehst, so einfach ist das ja nicht, ne? Das fängt schon an, wer soll mal hier den Tisch nehmen? Ja, siehst du? Hier, die zwei Stühle sind frei, der Tisch ist offen. Sollen wir uns hier setzen? Ich weiß nicht. Da würdest du am liebsten direkt wieder nach Hause, ne? Wie, du weißt nicht, das ist doch frei. Das, warum setzen wir uns denn nicht hier? Hier sehe ich nichts. Willst du denn essen oder gucken? Und dann kommt ein Satz, den werde ich nie verstehen. Wenn ich nichts sehe, schmeckt es mir nicht. Das habe ich schon nie verstanden. Und dann setze dich hin, wenn du dich setzt, und dann wackelt der Tisch. Ne? Du kannst 100 Bierdeckel drunter tun, dann wackelt er nur an einer anderen Stelle. Ne? Hast schon keine Lust mehr. Ne? Und dann kommt die Getränkebestellung, das ist bei uns Männer einfacher, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Was trinken Sie? Ein Bier, bring mir ein Bier, Jung. Immer wenn du kommst, bringst du ein Bier mit. Ne? Josef, trink nicht so schnell. Wieso, das wird nicht in Stundenkilometer gemessen, ne? Und dann kommt, wenn die Frauen dann, ne? Was möchten Sie trinken? Tja, was möchte ich trinken? Was habe ich denn vor dem Lockdown getrunken? Haben Sie Schuss? Ja, wir haben Pilzschuss und Altschuss. Ja, haben Sie auch Altschuss? Ja, dann nimm mir ihr Wasser. Und heute ist das ja so, heute sagst du ja nicht zweimal warm essen. Ne? Wenn wir jetzt heute Abend warm essen, heute Mittag nur eine Kleinigkeit. Ne? Und so war das, wie wir das erste Mal wieder essen gingen nach der Lockdown. Ich hatte mittags eine Tasse Kaffee und dabei so eine Amaretino, kennt ihr die? Die habe ich gern, weil die wenigstens nach Schnaps riechen. Ne? Das war das Letzte, was die in der Maren hat. Ne? Ich hatte der Maren auf den Schuh hängen, wie wir um 7 Uhr essen hingen. Ne? Fühlte mir, als wenn ich 3 Wochen Almaseti gegessen hätte. Dann dauerte das mit dem Essen. Ne? Dann kam der Kellner und sagte, ein Gruß aus der Küche. Ich sagte, die sollen nicht grüßen, die sollen kochen. Ne? Ich kenne den Mann doch ja nicht, ne? Da kriegten wir eine Kirschtomate, gefüllt mit einem Pinienkern. Ich sage, wer soll das alles essen? Da sagt meine Frau, mach dir keinen Sorgen, das sieht nach mehr aus, als es ist. So war er doch bei der Hauptjagd, ne? Das war so Steak, ne? Da alle Achtung, dann können Sie mir den Rest einpacken, ne? Beim Nachtisch haben wir lieber was Süßes, ne? Den meisten. Das sagt man ja auch oft, ich esse nicht viel, aber Süße, ne? Das ist es bei mir, ne? Süße. Und wenn dann, ich meine, das ist ja lecker, wenn so Pudding früher, ne? Oder Mousse au Chocolat, ne? Oder es gibt so viele schöne Eissorten, seit die Italiener in Deutschland sind. Ne? Was hättest du, Jan? Ich nehme das Eis mit die 2 SCH. Was ist das denn? Stracciatella. Was hast du denn, Jan? Warte mal. Ne, ich muss uns auf das Klo. Ah ja, Pistazien. Ne? Und da bist du enttäuscht, wenn da nichts Süßes kommt, ne? Als Nachtisch. Der Kellner sagt, das Dessert ist Käse. Ja, das kann man nur sagen. Ne?
Nein, sagte Frau Marsch. Er sagte, so sieht es aus. Ne? Und wir haben das mal gemacht, weil wir heute auf der Burg sind. Wir haben mal so Rittermahl. Habt ihr das schon uns gesehen? Das gibt es so historisches Rittermahl, kannst du machen. Ne? Was wir allerdings nicht. Wir hatten so Kostüme an, die waren weit. Ich denke, da ziehst du da drunter ein Radlerhose an. Ne? Eine enge Hose. Ne? Und wir haben in Mechernich, war das in der Eifel, und dann sind wir, aber wir haben geparkt und sind dann mit der Kutsch dahin gefahren. Und dann die Radlerhose an. Ne? Der Wolf und ein Trotkäppchen. Ne? Boah, Kinder, wie wir schon da ankamen. Ich sage, das wird ein schwerer Abend. Und dann die Musik. Ich meine, das ist gut gemeint, ne? Wenn die mit der Musik dann anfangen. Ne? An. Holde Maiden, holde Recken, liebe Rittersleut, herzlich willkommen heute zum holden Rittermahle, wie einst am Hofe von König Artus. Ne? So ist das schön, aber der ganze Abend. Boah, das ging mir dermaßen, ne? Boah, furchtbar, ne? Wenn du am Essen, konntest du nicht unter, der war immer dazwischen am Dudeln, ne? Es ist gut! Boah, hey! Ja. Ich war am Dach, hey! Du Räuber, ne? Und darum heißt das ja Dudelsack, weil einem das hier Dudel auf der Sack geht, ne? Furchtbar. Und dann wurde doch schwierig, du musstest dir vorm Essen die Hände waschen. Ne? Hatte ich schon keine Lust mehr. Ne? Und ich wusste, warum du dich die Hände waschen musstest, du musstest auch mit den Händen essen. Ne? Und dann kriegten wir Honigwein, Met, kennt ihr den? Ne? Met in Germany, sagt man ja auch. Ne? Und der klebte. Ne? Und der packte einem auch, das merktest du, das war süß an der Anfang, wie Saft, ne? So wie Honigsaft. Vielleicht kennt ihr das früher noch von Persico, kennt ihr das noch? Ah ja, ich merke, wir sind da richtig zusammen. Ne? Kriegst du so eine Paff, ne? Den kriegst du beim Essen und dann nachher die Haxen mit den Händen essen. Ne? Einem Fluch, der Hax bei mir in der Metweine rein. Ne? Furchtbar nachher, ne? Eine Sauerei und dann kamen die Gaukler, ne Jongleur, dem florende Kugeln bei mir in der Suppe, ne? Und dann an der Tisch eine Feuerspucker, ne? Der hatte aber das Feuer an das Kleid von meiner Frau gespuckt, ne? Die hatte so einen Pumpus an, ne? Und auf einmal gingen die in Flammen auf, ne? Und dann hat die alles ausgezogen. Und dann natürlich die Bekannten, kannst du dir vorstellen, ne? Die hatten Spaß. Ne? Sagten, so flott hatte deine Frau noch nie die Box aus. Ne? Und was man jetzt auch in der Zeit gemacht hat, das war mehr eine Notlösung, war aber schön, eine Weinprobe, digitale Weinprobe. Ne? Das heißt, du konntest auch Wein nach Hause bestellen. Und dann wurde sie über Zoom oder Teams, über eine Computerkonferenz. Ne? Und da war dann einer an der Mosel, ein Winzer, der machte dann die Weinprobe, der führte da durch. Ne? Und das haben wir zu Hause gemacht. Ich sage, wir laden meine Schwager und meine Schwägerin ein, weil die sahen eigentlich immer kurz vorher ab. Ne? An der Abend natürlich nicht. Ne? Und dann war das, fing um 6:30 an, wir haben uns dann um 5:30 getroffen. Ne? Für was vorzuglühen. Ne? Wir haben dann so einen Eimer Aperol gespritzt, ne? Und kurze dabei. Ne? Wir Männer Trester, das war ja eine Weinprobe. Ne? Und die Frauen haben mit zwei Frauen so eine Damensitzung nachgespielt. Ne? Mit kleiner Feischling. Ne? Und um 6:30 schaltete sich dann der Winzer da rein. Ne? Der wunderte sich schon, dass wir den mit Vicky Leandros begrüßen. Glaub mir, ich liebe das Leben. Er sagte, hören Sie mal, das ist ein ernsthaftes Seminar. Ne? Wir machen das auch so, wie das im Weinjahr ist. Wir fangen an mit Federweißer und Zwiebelkuchen. Ne?
Also damals habe ich schon gedacht, das ist keine gute Idee. Ne? Aber heute würde ich sagen, das war der Anfang vom Ende. Ne? Wir sind dann von Vicky Leandros zu Howard Carpendale übergegangen. Du fängst den Wind niemals an. Und der wurde nachher wütend. Ne? Wir haben immer die Gläser vollgeschüttet. Ne? Ich sage, 16 Euro die Flasche, da tue ich schon nicht nur so viel drin. Ne? Und da hatte meine Schwager blöd angemacht. Ne? Sie schütten das Glas ganz voll, haben sie keinen Dekanter. Ne? Doch, sagt er, es ist ja eine Herz- und Ratezone. Ne? Und meine Schwägerin, die hatte schon einen im Tee. Albert heißt Tee, ne? Und er sagte, haben Sie keinen Wein, der zu meinem Typ passt? Er sagte, der Herr Krüger, na, das habe ich nicht. Und da haben wir das Ding ausgemacht, ne? Ich sage, das haben wir nicht nötig, uns von Sie beleidigen zu lassen, ne? Und da haben wir dann Karnevalssitzung ausgemacht. Wir haben die restlichen Weine zu einer Bowle zusammengeschmissen. Und dann so ein Polonaise durchs Wohnzimmer, ne? Also das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war die Eröffnungsmelodie von der Tagesschau, ne? Meine Frau hat dann noch die Wetterkarte mitgekriegt. Ne? Und dann sind wir alle weggeknackt, ne? Und nachts war dann, mein Schwägerin hatte, glaube ich, einen Albtraum. Ne? Die schrie dann auf einmal mitten in der Nacht, oh wei, wir sind vier Mann, aber aus fünf Haushalten. Ne? Und das ist natürlich vor allen Dingen, wenn du noch eine Weinprobe mitmachst mit ausländischen Wein und Wein, den du nicht kennst, oder nur den Namen kennst und meinst, du kenntest den. Ne? Da geht es anders aus. Ne? Hoch die Leber, hoch die Sonne, hoch das Leben, tralalala. Au, oh, hier wirst du verarscht, wenn du auf der Bühne stehst. Auf die Weine, auf die Reben, Sonne, Wonne, tralalala. Lasst uns singen, lasst uns küssen, lasst uns trinken, tralalala. Lasst uns gehen, wenn wir müssen, nicht versinken, tralalala. Ja, ja, der Chianti Wein, der zog bei mich herein, und zwar direkt nach zwei, oh nein, nicht erst nach drei, will ich den Chianti Wein. Ja, ja, der Chianti Wein, sag ich demnächst früh nein und hau nicht so rein, mit Vorsicht vor rein beim Wein. Dankeschön. Und wo gehst du nach so einer Weinprobe dann hin? In der Apotheke, ne? Das war ja in der Corona-Zeit, das war schon eine Einkaufsbummel. Die 3A, Aldi, Arzt, Apotheke, ne? Da sagst du, war ein schöner Tag heute, ne? Ich war shoppen, ne? Und so eine Apotheke, das ist ja eine ganz andere Welt. Ne? Wenn du schon drauf zukommst, in das rechte Schaufenster siehst du so lodernde Flammen in Orange und Gelb. Ne? Brennt es bei ihnen auch so beim Wasserlassen? Oder haben sie Probleme mit der Verdauung? Ne? Das interessieren sie aber für jeden Scheiß. Ne? Und links dann weiße und blaue Wölkchen, ein Friedenstaube, Frieden für ihre Hämorrhoiden. Ne? Sag, da geh ich nicht rein, wer weiß, was die mich fragen. Ne? Da kennt mich ja auch jeder. Ne?
Und da kommst du rein, das ist ja so eine Mischung aus Arztpraxis und Geschäft. Ne? Die Bedienung im weißen Kittel und die haben noch dementsprechend angemessenen Ton. Ne? Und da, guten Tag, und dann kann ich Ihnen helfen. So, bringen Sie meine Frau nach Amerika. Ne? Und drei ist zu wenig. Und dann hast du eine, die wissen nicht genau, was sie haben. Ich hätte ja was für hier, ne? Vogelfutter haben wir keins, ne? Und auch die Ehepaare, wo die Frauen für die Männer sprechen, ne? Als wenn die ja nicht da wären, ne? Der hört nicht gut. Und der denkt besser, wie du denkst, ne? Der zieht auch nie sein Hörgerät an. Wenn den Wörsel den Fernsehen anmacht, rufen sie in Herz und Rat leiser. Josef, sag doch, du hörst nicht gut. Bitte. Und der abstrusesten Sachen hörst du, der Krankheiten und so weiter. Ne? Der eine sagt, ich hätte ja an die Kopfschmerztabletten, die man noch für die Füße brauchen kann. Ne? Aspirin plus C, ne? Möchten Sie Kohletabletten? Ne, ich habe Ölheizung, ne? Kannst du so durchführen, ne? Und dann nehmen wir doch mehr Hausmittel, ne? Das haben wir auch vielleicht schon mal. Kohlblätter, jeden Bronchitis kennen wir da bestimmt, ne? Die hatte ich in der Mikrowelle warm gemacht, ich kann dir sagen, ne? Ich hatte Bronchitis vergessen, wie hier alles in Flammen stand, ne? Kamillenbäder, ne, für alles über langsam, Harald. Wir haben Zeit, ja, ja. Du brauchst schon nicht anzuhören. Ja, der muss gleich, der hat Kehl. Ja. Ne, und Kamillenbäder, Bäder wären gut für den Darm. Ne? Sag, Doktor, ich habe es probiert, ich habe aber nur eine halbe Bütt leer saufen können. Ne? Und wo du auch teilweise hin durftest im Lockdown, teilweise war in einer Buchhandlung. Die hatten auch teilweise zu, hatten aber so Fenster verkauft, also die am Fenster, ne? Verkauften die Bücher oder Lieferservices, ne? Und dann hatten sie auch teilweise auf. Ne? Und so eine Buchhandlung ist eine ganz andere Welt, gerade wenn es so hektisch ist. Wenn du die Schnauze voll hattest, wenn du so der Alltag in Corona, Lockdown, das war eine ganz andere Welt. Ne? Du kamst dann aus der Hektik des Alters, hatte einen Parkplatz gesucht, ne? Dann hast du gewartet, weil einer wegfuhr. Ne? Hast du gedacht, dem Christe fuhr ein Fotloch mit Heinsberger Kennzeichen. Und oder Bergheim, ne? Wo du immer sagst, warum haben sie da Führerscheine hingegeben, ne? Und ich kriegst du da hier auf der Schnauze, weißt du? Und dann gehst du bis an das Geschäft und hast die Maske vergessen, das ist auch immer schön, ne? Wieder zurück zum Auto. Und jetzt fängt die schönste Zeit an, jetzt wenn es so feucht kalt ist und du hast eine Brille und eine Maske. Wunderschön, ne? Wenn du dann in die Geschäfte reinkommst, ne? Möchten Sie sich mal umschauen? Ne, ich sehe nichts, ne? Da ziehen Sie doch mal die Brille aus, da sehe ich ja nichts, ne? Da bin ich noch weniger beschlagen, ne? Und wenn du dann aber in so eine Buchhandlung, das ist eine ganz andere Welt, ne? Du merkst, dass die sind so tiefenentspannt, ne? Auch die Verkäuferinnen und Verkäufer, ne, wenn da, guten Tag, was, haben Sie schon eine Vorstellung? Sag, nein, noch nicht. Und die, da sind, das ist nur in der Buchhandlung, da dominieren Wörter mit Ö, ne, die kommen sonst ja nicht so oft, ne. Möchten Sie mal stöbern? Oder schmökern? Oder klönen. Und du antwortest auch so,
Bevorzugen Sie einen bestimmten Autor? Ach, ein Buch. Ich hätte mal gern was von Herrn Sitzecke, ne? Das heißt Sitzecke, da können Sie lesen. Und da sind ja dann so Bücher, das ist ja in so Selbstfindungsbücher. Der Kerkeling hat damit angefangen, ich bin dann mal weg. Ne? Dann hat der Lichter, das habe ich gelesen, ich bin dann mal still. Ne? Und ich wollte jetzt ein Buch über der Brauhaus Wanderweg schreiben. Ne? Ich bin dann mal voll. Ne? Und das ist ja oft die Verbindung zwischen Gesundheit und Ernährung und Psychohygiene. Ne? Das sind so Bücher wie so Purri in den Wechseljahren oder sowas. Wobei wir wissen nie, ob es Purri oder Purée heißt bei uns. Ne? Dann nehmen wir noch Kartoffelpurée. Ne? Der wird aber mit B geschrieben. Ne? Ich habe gestern gesagt, ich sag, man weiß nie, in Purée sind da zwei R oder ist da ein R drin? Da schrie einer rein, da ist überhaupt kein R drin. Ne? Oder fröhlich durch Gemüse, Sellerie und Selleran. Ne? Und was natürlich heutzutage Tee. Ne? Früher trankst du Tee, wenn du krank warst oder du hattest so Faible dafür. Aber heute ist das so Selbstfindung. Wir hatten ja früher nur Kamillentee, schwarze Tee, Haarlebutten, ne? Und der mit F&Ö, Pfeffermünz. Ne? Heute sind das so Selbstfindungstees. Ne? Da steht, finde dich selbst, ne? Ohne zu suchen. Ne? Wenn du in der ersten Stock wohnst, komm mal runter. Ne? Bei Blähungen flieg nicht so hoch, mein Kleiner. Und dann in die Esoterikabteilung, da ist schon so die Sphärenklänge. Ne? Da ist es noch ruhiger wie still. Ne? Und ich guckte mich dann an, sagte, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich sage, ich habe eine dicke Aua, ne? Sagt sie, haben Sie schon mal gependelt? Ja, sag ich, früher zwischen Alzow und Rosen. Ich lieber in der Unterhaltungsabteilung, ne? Ich gucke ja an alte Krimis, ich lese ja an Krimis, ich gucke, kennt ihr noch den Kommissar? Erik Ode, ne? Das waren noch Zeiten, ne? Der wurde an der Tatort gerufen, sah die Leiche und machte sie erst ins Jahrrädern, ne? Und eine Cognac dabei, ne? Da wäre ja noch der Polizei gegangen, ne? Früher hat alles geraucht, überall, wisst ihr noch, ne? Alle Räume blau geraucht, ne? Wenn du als Kind reinkam, ja, dann musst du draußen bleiben, ne? Und dann der Derrick, den kennt ihr auch noch, ne? Horst Tappert, der war ja groß, ne? Der hat immer Anzüge und dann so eine lange Mantel mit Fritz Wepper, mit Harry war der zusammen, genau wie ich, ne? Und dann kamen die am Tatort an, ne? Da lacht dann, ist das der Tote, Harry? Ja, Stefan, das ist der Tote, ne? Dann ist das bestimmt die Leiche, Harry. Und so ging die Ermittlung weiter, ne? Kennt man schon einen Todeszeitpunkt? Die Ärztin sagte 15.30 Uhr. Sie sagte 15.30 Uhr, Harry. Ja, Stefan, 15.30 Uhr. Boah, hey, da hätte ich liebst in das Gerät rein. Oh, so doof, 3:30 hast du jetzt kapiert, ne? Und danach kam ja immer um 8:45 Uhr das Heute-Journal, ne? Da wurde ich immer kribbelig. Ich sage, der kriegt der Fall vorher nicht gelöst. Nachher kommt das Heute-Journal später, ne? Und dann auf einmal so am späten Abend, da saß er mit Harry allein im Büro, ne? Nur die Schreibtischlampe auf sich gerichtet, ne? Als Zeichen, der ist am Denken, ne? Dann raucht ein Zigarillo, ne? Und so um 8:50 Uhr, ne? Mensch, Harry, ich hab's. Der Täter war der Mörder.
Jans Anders der Schimanski, kennt ihr den auch noch? Ne, der lag dann nackt mit den Frauen im Bett. Telefon, scheiße, jetzt ist wieder einer tot, ne? Ich kann jetzt nicht. Doch, Horst, du musst kommen. Ja, scheiße, ich komm, ne? Dann sprang er aus dem Fenster, zog ihm fluchte Unterhose an. Trank noch ein Büchs Bier, ne? Sprang auf eine LKW und fuhr damit zum Tatort, ne? Und es gibt überall Tatort in Frankfurt, in Hamburg, in München, in Berlin, in Leipzig, wo es keine gibt in Aachen. Ne? Und das stelle ich mir so schön vor, so eine Öscher-Tatort, Kommissar. Sitzt dann ja mit seiner Frau beim Abendbrot, geht das Handy, ne? Leg mich schon am Mokka. Was dies? Ist einer tot? Das passt mir ja nicht in den Kram. Ja, nun lass ihn nur liegen, Töter wird er nicht mehr. Wo liegt denn noch Makritre? An der Elisenbrunnen, ne, der ist an der Angestang, ist der tot gegangen. Er hat faule Eier gesoffen. Ja, ich komm, nun mach nicht so eine Bahai, ich komm. Ach, da kommt dann am Tag, oh, der sieht aber tot aus, wa? Wenn der tot bist, das sieht, dann sieht er kaputt aus, wa? Das ist aber ein Blutspektakel hier, da hätte er noch Putes von machen können. Das ist der Tierischmediziner. Nein, Herr Kommissar, der ist nicht tot, der ist nur, der muss wiederbelebt werden. Ja, da bringen wir noch Tivoli, alle Mann, der muss auch wiederbelebt werden. Und wir haben überlegt für ein Krimi-Lied, ne? Ein deutsches Krimi-Lied. Und es gibt eigentlich nur ein richtiges. Vor 6 Wochen circa ist der Bill Ramsey gestorben. Kennt ihr ja noch, ne? Einer der größten Schlagersänger in den 50er, 60er Jahren. Und von dem ist das Krimi-Lied schlechthin. Ihr dürft mitsingen, ne? Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Oh, der Krimi tut die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 21:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Keinen Goethe, keinen Schiller, nimmt sich meine Mimi raus. Nein, und einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut sie Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen, doch die Mimi will lesen. Doch die Mimi ist erst auf Seite 110. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Vielen Dank. Ja, und in Corona, Post, hat sie oft nichts anderes wie der Krimi und der Alkohol, ne? Da kam noch die Meldung, Alkohol ist gut hier in Corona, ne? Meine Frau sagt, das ist nicht bewiesen. Ich sage, ist mir scheiße, ja, ne? Und man musste ja auch immer auf Abstand, ne? Also die Sozialkontakte haben gelitten. Ich meine, bei manchen Sozialkontakten fand ich es nicht so schlimm. Also so die letzten Jahre hat sich die Küsserei schon sehr eingefügt. Ne? Also dass du auch so jedem küsst, den du begrüßt. Nicht mehr nur die Hand hebst, sondern da kommt ein Mann, der drückt dir die Zunge in das Ohr. Ne? Und scheiße Meier, das heißt mir scheiße ja. Ne? Und das war durch die Maske schon so ein bisschen auf Abstand. Ja, eben, ne? Ihr holt euch hier fieser Kletsch heute Abend, ne? Hättest du einen langen Unterhose angezogen, ne? Und oder zwei, wie bei Harald, ne? Und,
Und das war dann natürlich auch so, das ist heute, früher war das alles was dezenter, auch wenn man sich, ehe man sich küsste. Erstmal kennenlernen, verabreden, das heißt heute daten, ne, sagen die Jungen, wir daten. Ne. Die daten dann über Handy und wenn sie sich treffen, dann sprechen sie nebeneinander mit dem Handy. Ne. Wir haben uns noch verabredet, früher haben wir gesagt, ne, ein Treffen oder ein Rendezvous so ja. Ne. Wir haben noch unter der Bank Zettelchen geschrieben, ne? Willst du mit mich gehen, ne? Ja, nein, vielleicht, ne? Ich habe immer alles angekreuzt, ne? Und heute gibt es die Dating-Shows, ne? Gibt es ja heute. Die erste war, kennt ihr noch, Herzblatt mit der Karel. Das war noch romantisch, oder? Ne, da war der Picker oder die Pickerin, die Frau, die hat dann drei Kandidaten. Ne? Kandidat 1, ne, dann sagte der Kandidat, sagte dann, wie kann ich deine Bedeutung beschreiben? Nie war ich so wertvoll wie heute. Ne? Kandidat, wie würdest du mit meiner Vorliebe für Süßes umgehen? Ich zeige dir die längste Praline der Welt. Ne? Kandidat, hast du was dagegen, dass ich rauche? Nein, ich werde dir immer Feuer geben. Ne? Und dann wurde das zusammengefasst von Susi Müller, ne, Harry? Ja, lieber Jürgen, jetzt musst du dich entscheiden. Möchtest du ewig Schokolade, Feuer oder Reichtum bis ans Ende deiner Tage? Ich sag ja, der hat einen engen Unterhose an, ne? Ja, aber heute die Dating-Shows, mein lieber Mann, wa? Der Bachelor. Einzig romantisch ist die Rose dabei, ne? Bei der Bachelorette, das war gut, da lernte sie, da war eine Frau aus Merkstein dabei. Habt ihr das gesehen? Gelesen, ne? Musst dir vorstellen, du machst ein bundesweites Casting, ne? Nach Berlin, nach Stuttgart, nach München und lernst eine Frau aus Merkstein kennen. Oder Love Island, ne? Da werden heute in den Dating-Shows, da wird so Pärchen nackt zusammen in einen Whirlpool gesetzt, ne? Über Nacht. Und dann morgens fragen sie, habt ihr euch schon ein bisschen kennengelernt? Ja, wir duzen uns jetzt, ne? Und das war früher alles romantischer. Da gab es noch Liebesgedichte und Liebesbriefe haben wir noch geschrieben. Ich habe eins rausgesucht, weil wir heute auf der Burg sind, Minnegesang, ne? Oh, da höre ich die Kenner, ne? Oh. Von Walter von der Vogelweide, ne? Das ist der, wo jeder in der Schule in Versuchung war, da mit Bleistift zwei Ö-Pünktchen drauf zu. Das hier stammt aber, das ist aus der Sicht einer Frau geschrieben, ne? Ich kam gegangen hin zur Aue, das ist ja schon falsch, ne? Muss ja zum Auen heißen, ne? Mein Trauter harrte schon am Ort. Wie war dich empfangen, o Himmelsfrau? Da bin ich selig immer fort. Ob er mich küsste, wohl manche Stund. Tandaradei, ne? Das ist bei uns leck mir Moka, ne? Der hat mich geküsst, das schien mir der Hörerschnack, ne? Da tät er machen und ein Bette aus Blumen mannigfalt und bunt. Darob wird lachen, wer an der Stätte vorüberkommt aus Herzensgrund. Er wird sehen im Rosenhag Tandaradei. Ne? Und davon gibt es auch eine schwäbische Kurzfassung. Ne? Ei, wie ist das Bett so breit, wenn man aufeinander leidet. Und ich habe auch selbst ein liebes Gedicht und einen Brief geschrieben. Ne? Und ich könnte da auswendig, aber es sieht besser aus, wenn man liest. Das sieht so ein bisschen wissenschaftlicher aus. Ne? Und ich hatte damals als Beuteschema, sagt man heute, das sagten wir früher nicht. Wir haben früher gesagt, das ist mein Typ so. Ne? Dunkelhaarig oder hellhaarig oder eine dünne Frau mit viel Geld oder sowas. Oder ein alter Mann mit noch mehr Geld, ne? Und,
Und mein Beuteschema war Frauen auf Kö, ne? Elke und Heike, ne? Für Elke. Keine Blume, ob Rose, ob Nelke, ist so schön wie meine Elke. Auch keine Tulpen und Narzissen, bin von ihr hin und her gerissen, ne? Das sind ja so die Frühlingsblumen im Leben, ne? Tulpen, Krokusse und Narzissen, ne? Die zweite Hälfte sind Stiefmütterchen, ne? Auch keine blauen Hyazinthen sind schön wie du, von vorn und von hinten. Diesen Moment habe ich in petto, du standst vor mir am Gemüse im Netto. Glück, dass das nicht mehr Plus heißt, ne? Ich verlor je sofort jeden Sinn, mitten im Netto ein Bruttogewinn. Dann lud ich dich zum Essen ein, du sagtest ja und damit nicht nein. Du wolltest, das werde ich nie vergessen, mit mir zusammen beim Griechen essen. Du warst so freundlich und so nett, du hattest Pitta, ich Gyros komplett. Auf dem Heimweg wir ineinander versanken, nicht nur, weil wir nach Tzatziki stanken. Seitdem sind wir, so kann ich hier lesen, beim Chinesen und auch Italiener gewesen. So stelle ich dir nun die Gretchenfrage und hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Ich bitte dich innig, das musst du verstehen. Können wir mal zum Kroaten gehen. Und in ihr noch ist ein Liebesbrief, ne? Liebe Heike, noch brennen deine heißen Küsse auf meinen Lippen. Meine Füße vom Disco Fox, kennt ihr auch noch, ne? Ne ganze Abend, ne? Kam's mir vor wie ein Rasierlock, ne? Und mein Schritt von der engen Jeans, mit der ich zum Einengen in der Badewanne gelegen hatte. Kennt ihr auch noch, ne? Meine Kinder haben das nicht geglaubt, dass man das früher machte, ne? Die Jeans in der Bütt, dass die eng anlag, ne? Ich hatte nur zwei Freunde, der eine Tuppes, der ist dann mit den nassen Jeans nach der Freundin. Der andere Idiot hatte kein Wasser in der Bütt, ne? Schon als ich deine grünbraunen Augen sah, wusste ich, die guckt mich an. Sind drei Deutschlehrerinnen hier, ne? Und dieser Blick ließ mich nicht mehr los. Dazu deine Wahnsinnsföhnwelle und deine Bluse, die mich beide anlachten. Deine traumhaften Beine waren so lang, dass sie in deinem Körper endeten. Und ich dachte, Ende gut, alles gut. Aber den Mut, den ich brauchte, um dich aufzufordern, musste ich mir erst antrinken. Ohne Cola Korn wäre es nicht gegangen. Wir haben früher eine Scheiße gesoffen, seid ihr. Limo Dornkart. Asbach-Cola. Asbach fand ich die schönste Zeit, ne? Ich habe immer ein Glas Bier und eine Flasche Asbach dabei, ne? Wir hatten freitags so nette Männerrunde, 6 Mann, ne? 5 tranken Bier, einer musste fahren, der kriegte Asbach, ne? Wie in der Eckes Edelkirch. Schlehenfeuer, da kriegst du auch einen Hals von, ne? Escorial, kennt ihr das auch noch? Boah, das hat ein Bekannter von meiner Mutter getrunken, ne? Auf den Weihnachtsfeier, am 23. Dezember, ne? Wir haben erst am 27. Bescherung immer. Und, boah. Und dann tanzten wir wie in Saturday Night Fever. Obwohl Freitag war. Aber um 0 Uhr wurde es plötzlich Samstag. Das war wie ein Wunder. Als dann dein Taxi kam, hätte ich ihm am liebsten den Motor ausgebaut. Aber ich hatte leider keinen Schlüssel dabei.
nur meinen Hausschlüssel und den Schlüssel zu deinem Herzen. Hoffentlich kann ich ihn am nächsten Wochenende reinstecken. Hey! Und wo man sich ja auch kennenlernte und kennenlernt beim Tanzen. Ne? Früher Tanztee, obwohl da ja keine Tee getrunken wurde. Ne? Oder Tanzstunde. Ich habe selber 2 Tanzkurse mitgemacht. Ich sage euch mal den Veranstalter, da könnt ihr auch schon denken, wie die abliefen. Katholische Hochschulgemeinde Bonn. Das hört sich nach Samba an, ne? Da stand eine blonde, lockte Schönheit mit mir zum Rücken zugewandt. Ich sage, sollen wir mal tanzen, ne? Drehte sich rum und hat einen Schnurrbart, ne? Ich sage, sollen wir das lassen oder willst du dich rasieren gehen, ne? Und einmal waren wir bei einem Junggesellinnenabschied auf dem Land. Das war eine Erzieherin, die in Mariedorf gearbeitet hat und die feierte auf einem Bauernhof. Die hatte eine Tanzfläche aufgebaut als Boxring. Und als Begrenzung, das wird nachher wichtig, keine Seile, sondern Strohballen. Ne? Und dann, wie das auf dem Land so ist, wir hatten so ein paar Schnäpse getrunken zum Vorglühen, ne? So zum Warmgrooven. Ne? Und auf einmal spielte der Kapell so einen Samba, ne? Brasil. Ne? Nein, da habe ich gesagt zu der einen Mitte, sag, komm, wir gehen auf die Tanzfläche, der Tanz hier hört uns. Ne? Und die war also, sagen wir mal, durchtrainiert. Ne? Und ich hatte deren Fliehkraft unterschätzt und meine Kraft überschätzt. Ne? Dann machst du ja bei Samba dann so eine Promenade, ne? Wurde die Frau so und wir hatten schwitzige Hände. Ne? Und da entglitt die mir und floh über die Strohballen. In der Pratsche rein. Ne? Und die Umstehenden hatten natürlich Spaß. Ne? Die riefen dann rein, jetzt wissen wir endlich, wie Dirty Dancing entstanden. Aber die Tanzshow schlechthin im Fernsehen ist ja Let's Dance. Ne? Wir kennen doch ja, da sind so, vielleicht kommen da bald neue Paare bei. Ne? Lauterbach und Spahn oder sowas. Ne? Wir haben uns 1000 Mal belohnt. Ne? Oder Laschet und Baerbock. Ne? Es grünt so grün. Ne? Ja, unterschätzt ihn nicht, der Laschet. Ich sage es euch. Ne? Ich sage das auswärts immer. Wir kennen ihn schon länger. Ne? Wir haben vor 30 Jahren gesagt, er kommt nie in der Aachener Stadtrat. Ne? Und dann ist er Nachfolger geworden von der Kramp-Karrenbauer. Ne? Ich meine, der Laschet war ja mal Chef der Kirchenzeitung und die Kramp-Karrenbauer ist ja wie so eine Frau, die in Badenberg der Kirchenzeitung austrägt. Ne? Und der Laschet, wie gesagt, nicht unterschätzen, der war ja voriges Jahr in Rom, da hat der Laschet dem Papst eine Audienz gegeben. Und wie der Laschet hing, hat der Papst gesagt, kommt mal alles zusammen, dann die Kardinäle, dann machen sie die Tür zu, ne? Einer bleibt stehen, ich traue dem Laschet zu, dass er zurückkommt und lauscht. Ne? Und dann hat der Papst gesagt, ich darf als heiliger Vater ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, der will auch meine Posten. Und das ist natürlich 2 gehen ja jetzt in Rente. Einer ist schon in Rente gegangen, das wäre eigentlich ein neues Traumpaar für Let's Dance. Jogi Löw und Angela Merkel. Ne? Wäre doch schön, oder? Haben beide eine gute Rente, ne? Ähnliches Temperament, ne? Und die Merkel haben wir auch unterschätzt, seid ehrlich, wie die damals anfing, ne? Wetter, ich dachte, dass die 16 Jahre im Amt bleibt, ne? Hat man immer gesagt, die hat nicht die Ausstrahlung vom Kohl, trägt aber seine alten Anzüge ab. Und der Kleidersack hat sie jetzt an der Laschet weitergegeben. Ne? Und ich bin jetzt der Löw und der Harald ist nachher der Merkel. Ne? So was Ähnliches wie der Löw. Ne? So. Ich glaube, das war der Einzige, der sich bei der... Hey. War der Einzige, der sich bei der Europameisterschaft nicht aufgeregt hat. Ne? Wir waren am Brüllen in dem Wohnzimmer, wenn die so schlecht spielten, der Jünger an der Linie spazieren.
Und hat gesagt, das Geld kommt von allein. Ne? Ob der Ball drin geht oder nicht. Ne? Ich riech mich nicht mehr auf. Ne? Hatte sich sonst in die Nase gebüttelt. Ne? Und das Schlimmste war nachher im Interview. Der Reporter war aufgerichter wie der. Ne? Herr Bundestrainer, wir haben 2-0 verloren, wir sind ausgeschieden. Ja, das müssen Sie anders sehen, gell? Wenn die 2 Tore nicht gefallen wären, wäre es anders ausgegangen. Und das wäre eigentlich so ideal. Machen Sie Merkel, Harry. Guck uns da. Ich liebe dich auch. Schönste Merkel, die es je gab. Ne? Und die würden natürlich ihrem Temperament entsprechend langsamer Walzer tanzen, ne, Harry? Der letzte Akt beginnt, wir müssen gehen. Die Amtszeit, die verrinnt, muss man verstehen. Egal ob DFB, ob CDU, beginnt nun unsere Zeit, denn I love you true. Der erste Walzer mit dir sagte mir, ich kann dich leiden. Ja, Angela, für dir lass ich die Haare schneide. Du lust mich dann zum Essen ein, wir aßen Böf. Da habe ich gedacht, Yogi Ötlöf. Espresso nahmen wir, dazu ein Eis. Da wurde mein Temperament noch einmal so heiß. Der erste Walzer mit ihm sagte mir, ich kann dich leiden. Ja, Haare mir schneide. Dankeschön. Dankeschön. So ist besser, Harald, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch am Anfang mit der Romantik so, wenn man anfangs zusammen ist, ist das ja so, ne? Aber das verflüchtigt sich manchmal so mit der Zeit, ne? Auch bei großen Paaren, zum Beispiel in Vom Winde verweht, kennt ihr ja mit Clark Gable, ne? Oder Ein Herz und einen in der Krone, ne? Oder in Love Story, wo die nachher stirbt, ne? Und das ist im Alltag, sieht das aber anders aus, ne? Auch bei großen Paaren. Ich glaube, dass Adam nachher auch den Äpfel satt hatte, ne? Oder Cäsar und Kleopatra, was war das anfangs in Leidenschaft, ne? Sie badete in Eselsmilch, nachher war Cäsar nur noch der Esel, der ihre Milch brachte, ne? Und das Liebespaar schlechthin, die Romantik, ist Romeo und Julia. In Verona auf dem Balkon. Die haben sich nachher so ja umgebracht, damit die Familien sich versöhnten. Ne? Und Romeo und Julia in Verona, das sieht anders aus, als wir es erlebt haben in Corona. Ihr wisst ja, wie jetzt zu Hause war. Gucken Sie, haben ja auch ihre schönen Mützchen gemacht als Julia. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie schön. Julia Beckers, ne? Und
steht dann auch auf der Balkon. Ich meine, wenn die mit Romeo in der Corona-Zeit den ganzen Tag zusammen gewesen wäre, ihr wisst, wovon ich rede, ne? Der Jans, oh wir, ja. Ich meine, wir haben ja alle mal auf dem Standesamt gesagt, für immer, aber doch nicht immer. Wenn ich morgens aufstand, sagte meine Frau, was willst du hier? Ich sage, ich wohne hier. Das jetzt aber nicht morgens, ne? Und dann hörte sie, wie die mit ihrer Freundin sprach. Wie ist es bei dir? Ist es bei dir auch so furchtbar? Boah, du kennst ihn doch, grauenhaft. Das ist wie bei Hase und Igel. Überall, wo ich hinkomme, ist er schon da. Ganz schlimm. Also das Virus überlebe ich, aber der Mann bringt mich um. Was soll ich mit der Hund spazieren schicken? Hör auf, habe ich gestern immer, kam der Idiot mit der verkehrten Hund zurück. Ich sag, du bist eine Doof, das ist eine Pudel, wir haben doch eine Dackel. Er sagt, ich hab die verwechselt, die haben dasselbe Vorname. Ich sag, da gehe ich heute Abend mit der Nachbar ins Bett, der heißt so Josef. Und so stand Julia dann noch auf der Balkon und würde fragen, wo bleibt der Tuppes denn jetzt? Ne? Stehe ich hier auf der Balkon, ich habe morgen wieder mit der Rücken zu tun. Ne? Bin noch kein 20 mehr. Ne? Jetzt warte ich heute hier auf der Romeo, morgen liege ich wieder in der Fango. Ne? Dem ist aber auch alles scheiße geworden. Ne? Ach, da ist sie. Ich steh hier oben doch sehr lange schon, ganz allein auf dem Balkon. Ignorierst mich doch ganz ohne Mist, weil du doch ne Tuppes bist. Komm doch runter, mach nicht so ein Spiel, bück dich nicht, ich krieg zu viel. Wenn ich dich da an dat Geländer seh, da jäht mich dat bis in der See. Ich komme runter. Nee, ich komm rauf. Du bleibst da, wo du bist. Jetzt siehst du, ich richt mich schon auf. Ich liebe dich ohne Mist. Und für immer sind wir jetzt ein Paar. Romeo, Julia. Wollen stets mit euch zusammen sein, wie heute Nacht auf Wilhelmstein. Doch für immer sind wir jetzt ein Paar, Romeo, Julia. Wollen stets mit euch zusammen sein, wie heute Nacht auf Wilhelmstein. Dankeschön. Das Mützchen nehme ich mich mit nach Hause, das ist schön, ne? Da laufe ich schon mit durch Alsdorf, ne? Man kann aber die Romantik unter anderem erhalten, wenn man schon einen Zweck fährt. Luftveränderung hilft und Urlaube überhaupt. Und dann denkt man natürlich auch an die Urlaube der Kindheit zurück. Wir waren einmal auf Borkum. Da sind wir mit der Zug von Köln nach Emden gefahren und dann mit der Fähre von Emden nach Borkum. Das war wie eine Abenteuerreise für uns. Wir sind dann mit der Zug von Emden nach Köln. Bei uns saß eine ältere Dame im Abteil. Und der haben wir die 3,5 Stunden dann Witze erzählt. Ne? Wir sind dann auf die Fähre gegangen und die ist in Reha gegangen. Ne? Und damals waren die Ostfriesen-Witze in, kennt ihr ja. Ne? Sind immer so Phasen. Manta-Witze, Ostfriesen, Blondinen, Häschen-Witze. Ne? Und damals waren es Ostfriesen, wir fuhren ja nach Ostfriesland. Ne? Zwei schöne habe ich behalten. Der erste, Mathematikunterricht in einem ostfriesischen Gymnasium, 10. Klasse. Ne? Der Lehrer sagt, wir machen jetzt schwerere Aufgaben. Wie viel ist 1 und 1? Seit der erste 95. Ne? Nee, seit ist ein bisschen falsch. Ne? Fragt den zweiten, sagt der zweite, 1 und 1 ist Mittwoch, ne? Nein, sagt das auch nicht ganz richtig, ne?
sagt der Dritte, 1 und 1 ist 2. Ja, sagt er, siehst du, hast du richtig, wie hast du das gerechnet? Das ist doch klar, 95 durch Mittwoch. Ne? Und der zweite Witz, ne, ist eine Frau im ostfriesischen Kreißsaal, hat gerade ein Kind gekriegt, ne, will entspannen nach den Wehen und den Anstrengungen. Ah, sagt sie, Gott sei Dank. Sagt der Arzt, Moment, da kommt noch eins. Ne. Sagt sie, ja, ist das Kind von meinem Schwager auch schon fertig? Und dann sind wir auf der Fähre, das war unsere erste Schifffahrt. Ich war vorher noch nie, unsere Familie nie auf dem Schiff gewesen. Mein Vater ist so ein großer Mull, ne? Ich trinke jetzt erstmal einen Rum, wenn ich an Bord gehe. Der wusste nicht, dass der seekrank wurde, ne? Der kam auch wieder rum, ne? Aber klein geschrieben, ne? Und meine Mutter wurde nicht seekrank, die fing an mit der Besatzung zu schäkern, ne? Und wir haben Pirat gespielt, ne? Mit Aurenklappen und so Tücher und so Schwerter haben wir so Mädchen aus Berlin an der Mast gefesselt, ne? Ja, nur 5 Stunden, ne? Und ich höre heute noch, wie der Vater von der sich bei meinen Eltern beschwerte, ne? Ich lob das nicht. Der Olle kotzt sich über die Reling aus. Sie bändelt mit der Besatzung an und meine Kleine wird entführt, ne? Und wie wir dann in Borkum waren, da sind wir essen gegangen, erste, zweite Abend. Und mein Vater sagt, haben Sie auch einen typischen Schnaps als Digestiv, ne? Und das ist da Friesengeist, kennt ihr das? Ihr kennt aber alles, wa? Und 56%, ne? Und der wird angezündet und dann abgelöscht, ne? Und dabei sahen die Kellnerinnen und Kellner ihr Dicht auf. Ne? Wie Irrsinn im Moor, flackert's empor, lösch aus, trink aus, genieße leise, nach alter Friesenweise, den Friesen zur Ehr vom Friesengeist mehr. Ne? So klang es. Und so klang es nach dem ersten Schnaps. Ne? Am 4. sagt mein Vater, wie ehrlich im Moor, kipp in das Ohr, hau weg die Scheiße, ne? Das hatte sich aber langsam entwickelt, ne? Der erste hatte die Kellnerin noch angezündet und ausgelöscht, beim zweiten durften wir Kinder schon löschen, ne? Beim dritten sagt mein Vater, lassen Sie die Flasche stehen, die dich kennen wir jetzt, ne? Beim 4. Lokalrunde, ne? Beim 5. haben wir einen Polonaise gemacht. Ne? Beim 6. kam dann der Chef und sagte, Sie zahlen jetzt und betreten das Lokal nie mehr. Ne? Da haben wir das erste Mal unsere Eltern zum Hotel gebracht. Ne? Wir waren stolz. Ne? Und das war auch, wie man heute sagt, nachhaltig. Wir kriegten nachher vor jeder Familienfeier 10 Mark, wenn wir das nicht erzählten. Und auf dem Rückweg zum Hotel haben wir dann das Lied gesungen, was wir heute auch zum Schluss singen haben. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Danke schön. Ja, wir machen noch eins, ja. Danke, Harald. Ja, wir machen noch eins. Ich mache immer ein Zujahr, auch wenn keiner ruft. Ne? Ich habe uns einmal in Eschweiler eine halbe Stunde auf ein Zujahr gewartet. Ne? Stand ich Idiot vorne. Ne?
bis mein Mutter Rehfeld in das Haus wollte. Ne? Wir haben uns als Zujab überlegt, wir müssen ja erst mal sagen, das müssen wir, das tut natürlich auch richtig gut, seien wir ehrlich, dass man nach der Zeit noch so aus hier rausgehen kann, oder? Und ich muss sagen, jetzt rein künstlerisch betrachtet, war der Tiefpunkt so vom Empfinden her, als dann der Karneval abgesagt wurde. Das war so ein Gefühl, wo man wirklich zumindest als Rheinländer gedacht hat, jetzt ist wirklich eine ernste Zeit, noch nicht mal mehr Karneval. Weil das ist ja nicht einfach nur singen und nicht einfach nur feiern, sondern Karneval haben wir Rheinländer im Herzen, oder? Ich halte also seit 45 Jahren Büttenreden, das fehlt einem dann. Wenn du in so einen Saal kommst, da sitzen sie dann da, in Herrensitzung, ne? War ich in Köln, die hat um 11.11 Uhr angefangen, ich war um 3:30 dran. Ne? Ich glaube nicht, dass die heute wissen, dass ich da jemals hier bin. Und das ist ja heute nicht mehr nur Autogramm, auch Selfies kommen viele. Ne? Da ging einer mit mir raus und sagte zu mir, kann ich mal ein Selfie machen? Ja, sag ich, bitteschön. Ne? Und dann haben sie das Handy, knipste sich selbst und ging wieder rein. Ne? Und rief nachher an, das Foto wäre nichts geworden. Ne? Und wir haben jetzt gesagt, Harald und ich, wir haben beschlossen mit der Fernseher zusammen, ne? Wir machen heute Abend alle Feste, feiern wir schon mal vor. Bis Ostern. Ne? Also Karneval nehmen wir noch mit, Ostern nicht, da gehen wir von aus, das findet statt. Ne? Aber wir machen von jedes Fest eine Kurzversion, weil was wir haben, haben wir. Ne? Das kann uns dann keiner mehr nehmen. Ne? Da können wir dann sagen, wir haben Weihnachten, haben wir mit der Hausmann auf der Bursche feiert. Ende September. Ne? Ihr dürft auch die Lieder mitsingen. Ne? Wir fangen natürlich an jetzt. Ne? Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Eins, zwei, Zufa. Rabimmel, Rabammel, Rabum, Bum, Bum. Wir sagen euch an. Das wäre so wunderschön.